Und die wartet, das junge Eichhörnchen wartet immer noch auf... auf Plato. Ist Plato vielleicht ein Postfrosch? Ein Horn in der Mitte des Platzes. Soll man damit jemanden rufen? Huch! Ah, da bist du. Komm, Cem. Ich will dir jemanden vorstellen. Na dann auf! Entschuldigen Sie bitte den plötzlichen Hausfriedensbruch, verehrte Eulen und Hörnchen. Ah, Jonathan, das ist der Herr Hase, der eben schon hier war. Sabalot, das ist doch Michlaus der Zeisig. Diese Augen, Augen, die unzählige Welten gesehen haben. Einige sagten, er kennt keine Gnade. Aber meine Eltern sagten, er sei einer der ersten Baumläufer gewesen. Ich war nicht der Erste, aber ich kannte ihn. Der Marquis de Hoteau. Ich war kaum größer als 3 Eicheln, als ich dich das letzte Mal gesehen habe. Nach der Tradition der Baumläufer stelle ich Ihnen meinen Schüler vor. Jeremias Haselnuss. Ich erbitte Unterstützung für ihn, auf dass er in diesen Wäldern die Kunst der Künste erlerne. Magie, natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Der Grünschnabel ist also ein neuer Zauberlehrling. Wir dachten schon, die Tradition der Baumläufer sei ausgestorben. Was? Wie? Zauberlehrling? Ich bitte Sie, einen Moment einzuhalten, Jonathan. Einhalten? Nein, nein. Die Tradition verlangt, dass wir nun sofort das Wipfelfest vorbereiten. Ein neuer Baumläufer muss standesgemäß gefeiert werden. Laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das Wipfelfest alleine treffen. Grünschnabel, vor deiner Ausbildung musst du Einladungen verschicken und Blausaft und Backwerk für das Fest bestellen. Genau. Frage am besten Anja Maus. Sie ist die allerbeste Bäckerin hier in Mauswald. Ich werde hier auf dich warten, Jerry. Mich interessiert, was hier geschehen ist. Mauswald hat sich verändert. Soll das heißen, ich soll ganz allein da draußen rumlaufen? Ich vertraue darauf, dass du auf dich selbst aufpassen kannst. Noch sind Sommerferien. Dies ist dein Abenteuer, Jerry. Meinst du, du kannst es schaffen? Nee. Absolut. Halt! Nicht auf die Bücher treten. Ob man die mal aufräumen sollte? Das tue ich ja. Aber Konrads Nichte Ursula bringt sie immer wieder durcheinander. Huch! So, dann schauen wir uns mal um. Was ich mich frage ist, ach, wie süß! Ursula Eule! Was ich mich frage ist, der Typ hat doch gerade den Marquis... Der Marquis war doch gerade hier drin. Wir haben noch auf den gewartet. Warum sagt er, er hat dann das letzte Mal gesehen, als er 3 Eicheln groß war? Das war merkwürdig, weil eigentlich hat er den ja gerade eben gesehen. Reitergemälde in Öl. Eine uniformierte Maus auf einem... Käfer! Das ist ein Gemälde des Gründers unserer Stadt, Magistrat Mäuserich von Mauswald. Er legte den moralischen Grundstein für unseren schönen Mäusewald und unsere Hauptstadt Mauswald. Moralischer Grundstein? Der sogenannte nicht zum Verzehr gedacht Pakt. Ach so, ich verstehe. Dann bist du sozusagen Vegetarier. Mir geht es blendend. Uhu. Verstehe. Stimmt, Eulen fressen ja sonst Mäuse. Stimmt ja. Hallo, Ursula. Ich sage immer, die Krähen haben die Unordnung angerichtet und Ursula passt auf, dass sie bleibt. Die Krähen? Was hat sie mit den Krähen auf sich? Hey, Leselektüre. Harry Otter und die Kammer der Heuschrecken. Das ist ein historischer Roman. Ob man die mal aufräumen sollte? Das tue ich ja. Aber Konrads Nichte Ursula bringt sie immer wieder durcheinander. Ich sage immer, die Krähen haben die Unordnung angerichtet und Ursula passt auf, dass sie bleibt. Ja, ist beim zweiten Mal viel lustiger. Haben wir vielleicht verschiedene Büchertitel, nicht nur den einen? Hey, Leselektüre. Harry Potter. Ach, schade. Ob das ab... So.
Kaminfeuer. Nee, komm, wir reden nochmal mit dem Marquis. Puh, was genau soll ich jetzt tun? Wipfelfest? Ich dachte, ich werde Magier. Wie war das mit den Baumläufern in den Portalen? Ich mach mich doch mal wieder an die Arbeit. Wipfelfest? Ich dachte, ich werde Magier. Deine magische Ausbildung beginnt nach den Vorbereitungen für das Fest. So viel liegt noch vor dir. Ich beneide dich darum, doch es ist nicht viel Zeit. Also, beeil dich, Jerry Haselnuss. Ganze Welten warten darauf, von dir entdeckt zu werden. So viele Zauber darauf, von dir gelernt zu werden. Aber wir haben doch Zeit. Wir sind doch Magier, wir studieren die Zeit und dafür brauchen wir Zeit und wir werden noch vor dem Abendessen wieder zu Hause sein. Wie war das mit den Baumläufern und den Portalen? Wir Baumläufer nutzen magische Portalbäume, um zwischen verschiedenen Welten hin und her zu reisen. Kindermärchen. Ein Baumläufer ist ein Magier, der durch die Welten schreitet. Durch die Portalbäume. Sagen und Mythen. Mitnichten. Portalbäume sind Bäume, deren Wurzeln unendlich tief in das Geflecht der Realität reichen. So tief also, dass sie an mehr als nur einem Ort existieren und magische Verbindungen schaffen. Einige nutzen diese Verbindungen, um zwischen den Welten hin und her zu wechseln. So auch wir Baumläufer. Genau, um den Hilflosen zu helfen. Uhu. Und der Mythos lebt ein weiteres Mal auf. Orte, Zeiten und Möglichkeiten bilden eine nahezu unendliche Zahl von Welten. Du wirst von mir in der Tradition der Baumläufer ausgebildet und dir dieses alte Wissen um das Weltenwandern aneignen. Und da ist immer ein Wald, und da ist immer ein Baum, und da ist immer ein Mann. Wir können ja Booker DeWitt besuchen oder so. Was genau soll ich jetzt tun? Laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das Wipfelfest alleine treffen. Grünschnabel, vor deiner Ausbildung musst du Einladungen verschicken und Blausaft und Backwerk für das Fest bestellen. So will es die Tradition. Aber... Frage am Bett, was ist das? Ja. Herr Eichhorn, werte Besucher, immer mit der Ruhe. Das Wipfelfest, findet doch erst in einem Monat statt. Nein, nein. Das Wipfelfest wird traditionell für jeden neuen Baumläuferlehrling veranstaltet, wenn er seine Ausbildung abgeschlossen hat. So war es früher. So ist es heute. Uhu. Vielleicht war ich wirklich schon zu lange nicht mehr hier. Was ist das? Uhu. Das ist Magie. Und eine Einladung für das Wipfelfest aus ihrem Stadtarchiv. Mehr als 90 Jahre alt. Siehst du, Konrad? Uhu. Jerry, nimm die Einladung. Außerdem diese magische Briefmarke. Wozu die Briefmarke? Das wirst du herausfinden, wenn du sie auf einem Umschlag aufbringst. Aber klebe sie nur auf den Umschlag mit einer Einladung darin. Verschicke Einladungen an alle Mausweiber. Denn wenn du deine Ausbildung abgeschlossen hast, ist Wipfelfest. Wende dich am besten an Plato, unseren Postboten. Er kann die Einladungen für dich verteilen. Wenn du Hilfe brauchst, frage die Mauswalder. Wenn du wirklich feststeckst, benutze diesen ersten kleinen Zauber. Wenn guter Rat teuer ist, öffne das Inventar und klicke auf den Zauber Ratersuch am rechten Rand des Zauberstabes. Na nü? Wie funktioniert das? Mit dem Ratersuch kannst du in Gedanken mit mir in Verbindung treten. Und ich werde dir einen Hinweis geben, der dir hoffentlich weiterhelfen kann. Zusammen mit deiner Münze wirst du den Herausforderungen, die sich dir stellen werden, mit Zuversicht entgegentreten. Ich werde hier auf dich warten, Jerry. Gut, es heißt also Ratersuch, nicht Ratersuch. Naja, dann wollen wir mal. Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Viel Erfolg. Danke, euch auch. Hallo, Jonathan. Kritik der unpraktischen Vernunft von Immanuel Katz. Naturkunde von Hildegard von Bienen. Wo tue ich das nur hin? Wie wäre es denn, wenn man die Bücher thematisch sortiert? Grübelstoff da, Naturzeug dort.
Genau das tue ich. Hier liegen die mit einem roten Umschlag und dort drüben sollen die grünen hin. Sind Sie sich sicher, dass das eine gute Idee ist? Aber natürlich. So findet man sofort die roten Bücher, wenn man sie sucht. Grüne liest sowieso niemand. Komische Dinger. In Literarien gab's gar keine grünen Bücher. Uhu. Jonathan, da bist du nie gewesen. Doch, natürlich. Aber das war natürlich eine Lesereise. Wie du siehst, junger Mann, Jonathans Fähigkeiten im Sortieren sind ebenso grässlich wie sein Humor. Uhu. Lachen ist gesund. Uhu. Na gut, also immerhin haben wir dann ein schönes Feng Shui hier. Wir haben rot und grüne Bücher, aber keine gelben. Aber gelben sind doch, gelbe Bücher sind der letzte Schrei. Sind hier hinten gelbe Bücher? Sind das da gelbe Bücher? Da, so. So, Herr Konrad. Darf ich Sie kurz stören? Nein, ich arbeite. Was arbeiten Sie denn? Denkarbeit. Uhu. Das heißt, er starrt Löcher in den Raum. Ich denke und plane. Was gibt's denn zu planen? Wir mussten unsere Vorräte gänzlich neu anlegen. Während der Evakuierung muss sich hier eine Krähe gütlich getan haben. Schon seit ein paar Monaten wird unser schönes Mauswald Opfer aggressiver Krähenangriffe. Diese Krähen sind wild, fast unfähig zu sprechen. Uhu, eine sehr beunruhigende Situation. Eine sehr beunruhigende Situation sind auch deine Augenbrauen, wenn ich das so sagen darf. Uhu. Die Frage ist, wo kommen die Krähen her? Was haben die vor? Und wer schickt diese Krähen? Und warum musste Mauswald evakuiert werden? Frage über Fragen. Da oben darfst du nicht hin, Jungspund. Da oben liegen Dokumente zur Stadt, Recht und Verfassung. Für einen Einblick muss man schon Gemeindemitglied sein. Außerdem kann man ganz bis aufs Rathaus hochsteigen. Ach so? Vielleicht entscheidest du dich ja mal, in Mauswald zu wohnen. Ja, das wird der Mutter bestimmt gefallen, die ihren Jungen nie wieder sieht. So, ab in die Stadtmitte oder gucken wir vorher noch das Kaminfeuer, gucken wir uns noch an. Warn? Und die andere Rüstung? Ob da eine Maus drin ist? Nee. Leer. Na gut, wir haben bekommen eine magische Briefmarke mit einem Bild von sich selbst. Naja, der Herr Marquis, aber ganz schön bescheiden. Und wir haben ja noch das geheimnisvolle Buch. Die Maus mit dem Rucksack hat es mir gegeben. Es ist voll mit Schrift, die ich nicht lesen kann. Ob es wohl diesem geheimnisvollen Waldschrat gehört? Das werden wir nie erfahren. Kann ich das vielleicht dem Marquis zeigen? Der kennt doch den Waldschrat aus dem Intro quasi. Nein. Ich passe besser drauf auf. Du sollst sie mir auch nur zeigen, nicht schenken. Uralte Einladung. Der Marquis hat gesagt, ich soll sie verschicken. Die Einladung sieht echt alt aus. Da steht in geschwungener Schrift: Liebe Leute, lest. Ein Schüler ist gekommen in den Mäusewald so grün. So lasst beginnen das Wipfelfest. Mit Speis und Trank und laut Gesang. Soll wohl Gesang heißen. Der Marquis sagt, ich darf sie nur auf einen verschlossenen Umschlag kleben, in dem die Einladung steckt. Ich frage mich, warum. Können wir nicht die Einladung in den alten Umschlag stecken hier? Die ist antik. Die muss man gut behandeln. Ja, deswegen wollte ich sie ja in den Umschlag stecken. Naja, gut. Ich benutze mal spaßeshalber hier die magische Münze. Hier ist übrigens der Ratersuch. Aha. Und hier ist die magische Münze. Können wir auch... Den Zauberstab selber können wir sonst nicht benutzen. Okay, ich probiere die einfach mal aus, nur testweise. Aha. Ach, guck mal, da oben haben wir noch ganz viele, ich weiß nicht, Haselnüsse, ne? Hier, oder Nüsse generell. Interessante Inneneinrichtung. Schick und essbar. Das sind die öffentlichen Gelder unserer Gemeinde. Viele der Stadtarbeiter bevorzugen Nüsse als Bezahlung. Uhu. Und daher auch das Sprichwort, geh mir nicht an die Nüsse. Ne? Ist ja klar. Gemälde mit Öl und hier ist noch ein Tisch. Ein Tisch geformt wie ein dreiblättriges Kleeblatt. Das Kleeblatt hat eine besondere Bedeutung. Uhu.
Es versinnbildlicht die Zusammenarbeit der drei ständigen Mitglieder des Mauswalder Stadtrates. Drei? Unser drittes Mitglied ist Hannah Maus. Sie ist seit der Evakuierung beim letzten Krähenangriff noch nicht zurückgekehrt. Uhu. Okay, wir wissen also, Mauswald wird evakuiert wegen der Krähen und wir müssen noch Hannah Maus finden irgendwo. Jetzt erstmal raus und die Welt erkunden!